weil ich heute super ausgeschlafen bin, mache ich heute mal ein bisschen. Das kaufe ich dir nicht ab. Ein bisschen schwereres Kreizhebe. Bisschen mal, schwerer heißt? Ich will jetzt nichts vorweg sagen, aber ich versuche heute mal 300. IFBB Pro Mike Sommerfeld wird präsentiert von Climax, dein Partner für Fitness Essentials. Climax. Ich glaube, da ist auch was für dich mit dabei. Für mich? Ich glaube ja. Alter. Schatz, ich glaube, wir haben neue Hoodies. Oder schön. Lila, meine absolute Lieblingsfarbe. Ich glaube, das riecht nach einer Verlosung. Guck mal, wie viel Zeug das ist, flipp aus. Das ist locker ein Warenwert von 1000, 1500 Euro. Oh, ich glaube, das ist was für dich. Geschenke. Geschenke. Oha. Boah, guck mal. Ja, die T-Shirt an. Das muss 3XL sein, mindestens. Okay, wenn ihr euch jetzt fragt, was das ist, das sind Klamotten. Really? Really. Nein, Spaß. Und zwar, das ist von Rapwear. Das ist jetzt eine neue Firma, mit der ich zusammenarbeite für Bekleidung. Die haben so ein bisschen schnittigere Sachen, nicht so weit, so ein bisschen Classic-Physik-mäßig, so ein bisschen Schwiegersohn-mäßig. Bin super gespannt, wie das aussieht. Ich würde sagen, das wird doch heute mal direkt ein Trainingsoutfit. Sag nicht alle, das ist die falsche Antwort hier. Was soll ich jetzt anziehen? Du hast die Qual der Wahl. Auf jeden Fall nicht lila. Lila kommt warum nicht. Denn? Weil lila ist halt die verbotene Farbe. Warum ist lila die verbotene Farbe? Das ist die Farbe der unbefriedigten Frau. Sowas gibt's hier nicht, sowas kommt hier nicht in die Tüte. Also Verlosung. Verlosen, genau. Ihr könnt ja schon mal unten in die Kommentare schreiben, was ihr gerne machen wollen würdet für einen lila Tanktop. Was trainieren wir heute? Rücken. Rieke. Aha. Ich mache heute Beinbeuger und Rücken. Rücken, habe ich doch gesagt. Fängst du mit Rücken an oder noch was dazu? Alles. Rücken und... Ach, ich habe auch ein bisschen Beinrückseite. Erst Rücken, dann Beinrückseite? Mhm. Ich muss andersrum machen, ich habe schon Rücken trainiert. Schade, Marmelade. Gucci, fahren wir zum Flo ins Gym, oder? Yes. Gut, dann sehen wir uns gleich im Gym. Ich suche mir derzeit mein Outfit aus. Guck mal, ich glaube, ich habe was Passendes gefunden. Schau. Ich glaube, das ist eine Farbe. Nee, schon, das noch ist ein bisschen heller. Lass mich jetzt. Aber das ist eine Farbe. Das ist korrekt. Ach, das ist aber S. Das ist von mir. Das ist deins. Weißt du, was das für eine Größe ist? Was denn? XXL. Aber jetzt guck mal, das ist ein richtiges Bodybuilder XXL, nicht H&M und Teddy, weißt du, was ich meine? Keine Markennennung hier. Achso, ja. Boah, fühl mal. Oha. Geil, ne? War die gute Qualität. Steht dir. Danke, Brudi. Nee, ich würde sagen, das ist lila. Dann musst du es weg. Ja, vielleicht kannst du das Tanktop dazu anziehen. Passt? Ja. Sag mal. Spaß. Ja, was sagst das? Du? Ja. Blickdicht Test Nummer 1. Blickdicht? Blickdicht. Ja. Blickdicht. Sehr gut. Nur mal so. Voll süß die Karte. Bei jedem Paket mit drin. So, Intro vorbereiten erstmal. Sicher ist sicher. Für die Kleine gibt es auch noch ein bisschen Platz. Die darf nämlich heute laden. Heute ist ihr Geburtstag und wir gehen heute zu König der Löwen. Und die Coach hat ihr erlaubt, dass sie heute mehr Kohlenhydrat essen darf. Deswegen gibt es für nach dem Training, schaut mal, so eine richtig fette Portion Rice Cream. Da hat sie noch so Zero-Soße drüber gekippt.
Nicht so mein Ding, aber muss ja ihr schmecken. Die hat Diät Cravings. So, jetzt aber genug gelabert. Ab zum Flo ins Gym. Das nenne ich übrigens Off-Season Goals. Leute, der ist so lecker. Der ist unheimlich lecker. Das ist jetzt mit weißer Schokolade, dann gibt es noch Schoko mit Brownie, glaube ich. Da gibt es noch so Crunchy-Zeug. Probiert mal unbedingt, wirklich. No joke, richtig gut. Was machst du da? Rumhampele. Das darf man als Bodybuilder nicht sagen, was ich jetzt mache. Beim Bodybuilding geht es nämlich nur einen schweren Falt. Was machst du da? Ich mache, wie nennt man das denn im Bodybuilding-Jargon? Dehnen. Ist kein Mobility, ist auch kein Stretching, ist Dehnen. Dehnen mal ein bisschen. Wofür? Kreuzhebe. Das ist nicht Deadlift oder Stiff-Leg Deadlift, sondern Kreuzhebe. Wir versuchen heute mal ein bisschen schwerer zu trainieren. Ich habe jetzt lange Pause. Was heißt Pause? Nicht wirklich Pause gemacht, aber ein bisschen weniger hart trainiert. Weil ich heute super ausgeschlafen bin, mache ich heute mal ein bisschen... Das kaufe ich dir nicht ab. ein bisschen schwereres Kreuzhebe. Bisschen mal, schwerer heißt? Ich will jetzt nichts vorweg sagen, aber ich versuche heute mal 300. Auf entspannt sagst du. Weil ich heute nicht müde bin und... Ja. Können wir gleich mal probieren, ob der die 300er Marke hält, der Waist Trainer. Mittlerweile trage ich das Ding lieber als jeden Gürtel, ne? Warum? Fühlt sich kompakter an. So die ganzen normalen Gürtel, die sind so dünn. Da kommt dann oben die Kulle raus, unten kommt die Kulle raus. So, das, so ne? Und hier ist einfach nicht, ne? Alles feste. Das sind die Ultra Crips von Climax. Die kriegt man mit dem Code Mike10 auch noch 10% günstiger. Guck wenigstens in die Kamera, wenn du das sagst. Get ready for that warm-up. Mal gucken, ob ich die 300 wirklich ziehe. Ich glaube nicht. Na, sagen wir nicht. Positiv. Positiv bleiben. Was gibt Schöneres an seinem Geburtstag? Gut pumpen zu gehen. Also zur Feier des Tages mal kein Leg Day. Und? Nur so halb. Und König der Löwen. Und König der Löwen. Das wird schön, ich freue mich richtig. Ich auch. Vielleicht schaffen wir es dann auch noch was zu essen davor. Ja. Kartoffeln und Fleisch. Was? Kartoffeln und Fleisch. Oh ja, doch so originell, ja. Im Übrigen bin ich nicht ihr Coach und ich genieße das sehr, dass jemand anders die ungemütlichen Entscheidungen treffen muss und nicht ich. Ich bin einfach nur die Schulter, wo man sich ausheulen kann und ich kann auch die Schuld auf ihren Coach schieben. Ganz lieben Gruß an den Herrn Rambo. Richtig cooler Dude. Ich habe schon mitbekommen, dass wir so ähnliche Coaching-Philosophie haben. Persönlich kenne ich ihn noch nicht. Ich hoffe, das ändert sich bald. Also falls du das siehst, mein Lieber, ganz, ganz liebe Grüße. So, Warm-up. Letzter Warm-up-Satz. Das war's jetzt mit dem Training für heute. Ich mache jetzt noch die letzten Supersätze für den Rücken, also Hemmis und Rücken. Wenn ich jetzt noch mal ganz kurz so eine Frage aufgreife, was jetzt immer öfter kommt, so von wegen Mindset und bla und der ganze Kram. Das war alles schön und gut und die Frage wird immer wieder gestellt, wie man sich motivieren kann. Mike, wie kannst du dich motivieren, ins Training zu gehen? Mike, wie kannst du dich für Cardio motivieren? Mike, wie kannst du dich motivieren, um dein Essen zu essen? Wie kannst du motivieren, jeden Tag das und das zu tun?
ich frage mich dann immer, wer zum Teufel zwingt die Person, die das fragt, das zu tun? Wenn du lieber Pizza essen willst, ess halt Pizza. Wenn du lieber bis um 8, 9, 10, 11 Uhr schlafen willst, dann schlaf doch. Wenn du keinen Bock auf Training hast, dann geh doch nicht. Das ist doch dein eigenes Ding. Du musst entscheiden, ob du am Ende des Tages das gegeben hast, was du geben kannst. Und wenn du nicht gegeben hast, was du kannst, dann erwarte nicht, dass du irgendwas geschenkt bekommst. Das Leben ist nicht da, um irgendwas zu schenken. War es auch noch nie. Du kriegst immer das, wofür du hart arbeitest. Und glaub mir, da draußen gibt es ganz, ganz viele Leute, die verdammt hart arbeiten und die weniger erwarten als die Person, die erwartet und nichts dafür tut. Ich habe so viele Leute gesehen, die sich dermaßen den Arsch aufreißen, nicht mal vielleicht die Hälfte erreicht haben von dem, was du hast, die deutlich fleißiger sind und einfach weniger erwarten. Aber um das nochmal zu betonen, es ist niemals das, was du dir wünschst, sondern was du dir verdienst. Und jedes Mal, wenn ich an so einem Moment bin, wo ich denke so, ey, muss das heute wirklich sein, gucke ich mir mal ein Video an. Das ist das hier. Das läuft jetzt auch, ich glaube, das vierte, fünfte Mal in diesem Training. Das ist ein Video mit Dorian Yates. Und er war so der Inbegriff für mich für harte Arbeit. Der war zwar ein bisschen introvertiert, hat nicht viel gesprochen, hat sich ein bisschen eingesperrt, was gar nicht mein Ding ist. Aber was Work Ethic und Fleiß und harte Arbeit anbetrifft, ist er auf jeden Fall ein Riesenvorbild. Und jeder, der von euch, wie sagt man, Motivationsprobleme hat oder wie auch immer man das nennen soll, schaut euch mal ein Video von dem Typ an. Der hat einen ganz, ganz, ganz ekelhaften Satz gesagt und den stelle ich mir jedes Mal im Training vor. Der hat gesagt, er war gerade ein Schneesturm bei ihm in Birmingham, wo er gelebt, und er hat gesagt, er muss jetzt 1,5 Stunden durch Matsch und Regen und Schnee laufen. Und er denkt an jedem Schritt an seine Konkurrenten, die in Kalifornien jetzt in ihrem Porsche und Ferrari durch die Welt fahren, das Leben genießen, dann ins gemütliche Gym gehen, danach eine Cola trinken, einen Cocktail oder sowas. Und er hat gesagt, die werden dafür büßen. Die werden dafür büßen, dass ich hier durch den Scheiß matschen muss und die einen Urlaub haben. Und jedes Mal, wenn er auf die Olympia gekommen ist, hat er dermaßen abrasiert. Die Leute hatten richtig Angst, neben ihm auf der Bühne zu stehen, und das mit gutem Grund. Der Typ war krank, richtig krank. So, für uns war es das im Training. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ihr mehr so Quatsch sehen wollt, bisschen Training, Vlog, Zeug, knallt gerne unten in die Kommentare. Danke, Bibi, fürs Filmen. Gerne. Und wir sehen uns. Wichtig, wenn ihr von den Klamotten mal was ansehen wollt, in der Beschreibung findet ihr Rapwear, heißen die Jungs. Ganzes lieben Gruß, big shout out to the guys. Mit dem Code Mike10 kriegt ihr dann noch einen kleinen Rabattgeschenk. Genauso gilt es für alle anderen Sachen. Wenn ich jetzt schon bei Werbung machen will, hier von Climax. Was haben wir noch? Ja. Waist Trainer, Rain, was auch immer. So, das war's jetzt. Sayonara. Guten Appetit. Dankeschön. Schon fast leer, ne? Ja. Guck mal, was ich mir gegönnt habe heute. Aha, Riegel. Ja, hat der von Peak. Willst du mal abmoderieren? Was denn? Ich sag einfach tschüss. Okay, ciao.